Wir begrüßen Bernd Kistenmacher hier beim ersten Electronic Circus. Hallo Bernd. Ja, hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Du bist auch einer derjenigen, die heute hier zu diesem Event gekommen sind. Was war der Grund für dich? Ich bin ja die letzten Jahre etwas kürzer getreten, was elektronische Musik und Veröffentlichung angeht. Und der Frank hat mich irgendwie nett gefragt, hat von seinem Projekt erzählt. Und wir hatten uns ja schon im Mai in Wuppertal auch kennengelernt und getroffen. Und also kennen tun wir uns schon natürlich länger, aber er kam dann mit seiner Idee an mich ran. Und ja, da sind wir dann ins Gespräch gekommen, hat gefragt, hast nicht Lust zu kommen und die Sache ein bisschen mitzutragen. Dachte, naja, so wichtig bist du nicht mehr, aber kommst natürlich gerne. Ja, ich glaube, das ist so allgemein das Credo dieser Veranstaltung, dass man sich hier so trifft, dass man locker miteinander plaudert und eigentlich so ein bisschen Renaissance, ein bisschen Retro über alte Zeiten auch spricht. Also ich bin ja jetzt erst eine halbe Stunde hier, aber schon begeistert, wen ich alles hier gesehen habe und getroffen habe. Viele alte Kollegen und auch Fans und so. Also ich denke, man kann schon fast jetzt sagen, dass es ein Erfolg ist und ich hoffe, dass sich der auch natürlich durch den Abend durchzieht und noch mehr da folgen wird in der Richtung. Für die, die dich vielleicht noch nicht so ganz so gut kennen, du bist ja auch ein, ich sag mal, Großpionier oder Altpionier der elektronischen Musik. In den, ich sag mal, 80er, 90ern sehr aktiv gewesen. Für die, die dich nicht kennen, du kommst aus Berlin. Dort gibt es natürlich, ich sag mal, die sogenannte Berliner Szene oder Berliner Schule auch genannt. Vielleicht magst du kurz erklären, woraus so diese Stilrichtung stammt oder was so Hintergrund ist. Ja gut, meine musikalischen Wurzeln sind halt schon die, die durch Musik von Klaus Schulze, Tangent Dream und Ashra begründet worden sind. Und als Berliner ist mir die Musik irgendwie von vornherein ans Herz gewachsen. Also viele Dinge vorher gehört, aber mit der ersten Musik von Schulze war es dann halt auch um mich geschehen in der Richtung. Und eigentlich war ich am Anfang immer von dem Wunsch getrieben, halt auch so eine Geschichten machen zu wollen. Ne? Und ja, da hatte sich natürlich über die Jahre etliches entwickelt. Also nicht nur Live-Konzerte, halt auch CD-Präsentation, eigenes Plattenlabel und. Und ja, also mittlerweile gucke ich schon musikalisch in andere Richtungen, aber die Wurzeln, warum sollte ich die leugnen? Ja, klar. Also wir haben ja nicht nur dich als Vertreter Berliner Schule, hier sind ja auch ein paar andere da, Mario Schönwelder zum Beispiel, der aus Berlin kommt. Es gibt eine ganze Menge an hochrangiger, ich sage jetzt mal altgediegener Pioniere, die heute da sind. Ich habe so gehört, hinter verschlossener Tür, dass du wieder an musikalischen Projekten arbeitest. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Also in den letzten Jahren habe ich mich ja eher mit dem Schritt zurück so ins Internet bewegt, also mit Internetthemen beschäftigt und so Sachen in MySpace oder im Blog aufgebaut und so eine Geschichten. Jetzt letzte Woche sogar in YouTube, also irgendwie so das ganze Segment langsam für mich abgedeckt und aufgebaut. Dann parallel noch ein bisschen was fürs Synthesizer-Magazin gemacht und mich dann auch dadurch mit neuer Hardware, mit neuer Technik beschäftigt und die Entwicklung beobachtet, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Und ja, da ist natürlich im Laufe der Zeit auch der Wunsch hochgekommen, vielleicht auch wieder was Eigenes zu produzieren. Ja, also Ideen gibt es genug und ist auch was in Arbeit und mal gucken, wie konkret wir noch werden können dieses Jahr. Magst du schon irgendwie vielleicht so ein bisschen Release-Datum zu sagen oder wann du glaubst, wann was fertig sein könnte oder wann wir dich vielleicht sogar auch mal wieder live erleben? Naja, einen Schritt vorm anderen, sage ich mal. Zuerst mal würde ich mich dann, wenn ich eine gute Produktion fertig habe, nach einer Plattenfirma umgucken. Vielleicht läuft das auch parallel, das muss man mal gucken. Und ich würde es jedenfalls nicht mehr selbst veröffentlichen. Also die Zeiten sind vorbei, also dieses Risiko würde ich auch nicht tragen wollen. Und man soll sich in Sache ja auch das Thema irgendwie entspannt angehen. Also dann möchte man auch vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten, der ein bisschen Erfahrung hat und professionell rangeht an das Ding. Und ja, wie gesagt, gibt Überlegungen, wohin das gehen könnte und dann würde ich natürlich auch die Reaktion abwarten wollen, was da so nochmal geht bei den Fans und ja, vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Konzert. Also ich bin sicher, um das vielleicht mal abschließend zu formulieren, dass es eine Menge Leute gibt, die sich freuen würden, wenn du wieder zurückkämen würdest oder kommen würdest, um, ich sag mal, deine Musik zu offerieren, insbesondere auch wieder Konzerte zu geben. Also ich wäre auf jeden Fall einer davon. Ich wünsche dir jetzt schon alles Gute und hoffe, dass wir uns zeitnah mal wieder sehen werden und insbesondere dich mal auf Bühne und wieder im CD-Player bestaunen dürfen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Stefan.